Servus Leute und herzlich willkommen auf Lecker schmeckt anders. Schön, dass du wieder mal eingeschaltet hast. Ich bin der Lecker John und jetzt geht's ab, Leute. Lecker schmecker. In dem heutigen Video geht es um den Genies Tobacco in der Geschmacksrichtung Mojito Green Dream. So sieht das Ganze aus. Freundlicherweise wurde mir das zur Verfügung gestellt von Bagdad Shisha Store. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Mohammed aus Köln, also Bagdad Shisha Store in Köln. Also nochmal, Leute, freundlicherweise wurde mir das zur Verfügung gestellt von Bagdad Shisha Store Köln. Mohammed, mein Lieber, vielen lieben Dank für das zur Verfügung stellen und liebe Grüße gehen an dich raus. So Leute, ich würde mal sagen, ich baue mal das Köpfchen und nach dem Intro geht es weiter. Dranbleiben. Bis gleich, Leute. Lecker. So Leute, weiter geht's. Als erstes kommen wir mal zum Setup. Ich rauche mit meiner Nagile im MPS, mit der Marble Bowl, LNFS Tonkopf, Baca Specht 2.0, Aggerhose und ein Glasmannstück. Im Kamin befinden sich drei Kokopalmen von der aktuellsten Produktion. Diese stelle ich euch auch die Tage vor. Hier kommt gleich ein kleiner Filmchen oder ein kurzes Filmchen. Könnt ihr euch anschauen, die Dose, Schnitt, Kopfbau und so weiter. Dann schauen wir uns als erstes mal die Dose an. Ihr könnt euch das, wie gesagt, hier in dem Video anschauen. Auf der Dose befindet sich ein sexy Mund, Lippen, lecker Schmecker, ein Cocktailglas, Limetten, Eiswürfel und Minzblätter. Genies Tobacco ist ein amerikanischer Tabak, also ein Ami-Tabak. Hauptimporteur ist Five Stars GmbH. 200 Gramm kosten 21,90 Euro. Genau. Wie ihr bereits schon gesehen habt, hier oben in dem Filmchen steht da irgendwas von 1983. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, ob es schon die Marke so lange gibt oder ob es den Tabak so lange gibt. Auf jeden Fall ist der Tabak aktuell sehr frisch in Deutschland. Seit einem Monat, glaube ich. Also ist ein neuer Tabak auf dem deutschen Markt. Naja, so viel dazu zu den Informationen von dem Tabak. Dann kommen wir mal zu dem Geruch von dem Tabak. Für die Leute, die es interessiert, das ist Virginia-Tabak. So, kommen wir mal zum Geruch. Wenn ich hier daran rieche, dann rieche ich was leicht Süßes, leicht Säuerliches, Spritziges, Limettenmäßiges und eine leichte Minznote. Und ich bin auch der Meinung, dass eventuell auch eine leichte Rohrzuckernote hier sich drin befindet. Weil Mojito besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Und zwar ist das einmal ein kubanischer weißer Rum, Limettensaft, brauner Zucker, Minzblätter und Sodawasser. Sodawasser, genau. Wie gesagt, es riecht leicht frisch. Halt von der Minznote, leicht süß, leicht säuerlich, schön limettenmäßiges, auch eine leichte herbe Note im Geruch. Genau, dann kommen wir mal zu dem Rauch. Wie ihr sehen könnt, es raucht wirklich phänomenal. Und auch wie ihr beim Kopfbaupart gesehen habt, es befindet sich in dem Factory Bag bzw. in dem Zipper keine überschüssige Molasse. Der Tabak hat die Molasse sehr gut aufgenommen. Oder ich spare mir das für das Fazit, dann kommen wir jetzt mal direkt zum Geschmack, genau. Beim Einziehen schmeckt man eine leicht süße, säuerliche Note.
Und beim Auspusten schmeckt man dann halt so eine leichte frische Note. Und wenn man den Rauch ausgepustet hat, hat man so einen leichten herben Touch im Mundraum und halt so eine leichte Note von diesem Rohrzucker. Ich habe mir extra hier etwas Rohrzucker auf so ein, in so eine kleine Schale reingepackt. Und als ich vorhin in diese Packung gerochen habe, hat das auch so diese Rohrzuckernote auch. Moment, langsam, Leute. Immer mit der Ruhe. Nochmal. Also, als ich vorhin da an der Packung von dem Rohrzucker gerochen habe, hatte genau dieser Touch von dem Rohrzucker auch, habe ich hier vorhin auch in diesem, an diesem Tabak gerochen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, und dann habe ich auch ein bisschen probiert. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man so eine leichte Rohrzuckernote in dem Tabak schmeckt. Aber ich bin mir nicht sicher. Egal. So. Wie gesagt, leicht süß, leicht säuerlich, spritzig, minzig, herb. Schmeckt echt super lecker. Das ist auch bereits mein zweiter oder dritter Kopf, den ich geraucht habe. Und ich muss sagen, der Tabak, beziehungsweise der Tabak schmeckt von der ersten Minute bis zu der letzten Minute einfach nur phänomenal. So, dann kommen wir zu dem Fazit, Leute. 200 Gramm, 22 Euro, also 21,90 €. Keine Frage, Ami-Tabak ist immer etwas teurer. Aber wie ihr in dem Kopfbaupart gesehen habt, befinden sich da so etwas dickere Äste, die sehr hell sind. Auch, ich meine, auch etwas hellere Blatt, also Tabakblätter haben sich da drin gefunden, oder waren das die Blattadern, oder auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, befanden sich da so weiße, helle Ästchen. Und ich bin der Meinung, oh mein Gott, was ist heute los? Egal, ich lasse alles drin, Leute. So. Ich bin der Meinung, Bas, schon wieder, alter Schwede, oh mein Gott, ich muss nochmal ziehen, Leute. Wie sagt man so, wie sagt man, alle gute Dinge sind drei. So, jetzt, Leute, ich bin der Meinung, dass bei einem Tabak, der hoch, etwas hoch liegt, also mit dem Preissegment, so bei 17, 18, 19, 20 und aufwärts, sollte der Tabak perfekt sein. Ist meine Meinung, Leute. Aber wie ihr sehen könnt, man kann diese Ästchen bedenkenlos mitrauchen. Aber wie gesagt, bei einem hochpreisigen Tabak sollte das schon meiner Meinung nach perfekt sein. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen an dem Tabak. Der Schnitt ist vollkommen in Ordnung. Der Geschmack ist super lecker, schön intensiv. Hält auch sehr lange aus. Tabak verträgt auch jede Menge Hitze. Am Anfang habe ich die Kohlen komplett an den Kaminrohr gelegt, angeraucht, dann ein bisschen verschoben und jetzt wieder komplett an dem Kaminrohr. Und wie gesagt, Tabak verträgt volle Kanne Hitze. Raucht phänomenal, schmeckt super lecker. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Für die Leute, die auf solchen Flavor stehen, könnt ihr euch mal probieren. Könnt ihr euch mal probieren. Oh mein Gott, alter Schwede. Dann wäre es das, glaube ich, gewesen zu dem Genies Green Mojito Tobacco, Genies Tobacco und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal an Mohammed bedanken. Mohammed Habibi, liebe Grüße und vielen lieben Dank für das zur Verfügung stellen.
Für die Leute, die aus der Nähe von Köln kommen, schaut mal vorbei in dem Bagdad Shisha Store Köln. Unter das Video werde ich euch die Facebook-Seite verlinken. Dort steht dann die ganzen Daten, Adresse und so weiter. Das wäre es gewesen von dem Video, Leute. Und nicht vergessen, immer schön lecker bleiben. Ihr wisst Bescheid. Lecker, schmecker.